Seit Jahren ist der bauliche und inhaltliche Zustand des Treffpunkts Allerweg Thema im Stadtteil Linden Süd. 2016 ist das Projekt in das städtische Investitionsmemorandum Top 500 aufgenommen worden. Jetzt wird die Aufnahme in den städtischen Haushalt für 2023 und 2024 gefordert. Zu diesem Thema ist mir Marit Kuka zugeschaltet, die ehrenamtliche Sprecherin des Stadtteilforums Linden Süd. Guten Tag, Frau Kukert. Zu Beginn, das Stadtteilzentrum ist seit Jahren im Gespräch. Für welche Zwecke soll es denn hauptsächlich genutzt werden? Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich heute hier darüber berichten kann. Das Stadtteilzentrum Linden Süd ist keine neue Idee. Es ist auch kein spontaner Einfall, sondern es ist eigentlich die Forderung nach einem Stadtteilzentrum auf der Basis von dem Treffpunkt Allerweg, der ja bereits besteht seit vielen Jahrzehnten. Und der Stadttreffpunkt Allerweg wird ja auch bereits genutzt von vielen Gruppen. Aber es gibt halt bauliche Mängel und inhaltlich konzeptionelle Mängel und eine jahrzehntelange Diskussion um die Instandsetzung und die Reaktivierung. Und das ist sozusagen der Anlass für die jetzige Kampagne. Die Grundsteinlegung für das Stadtteilzentrum ist geschafft. Sie haben es gerade schon angesprochen. Warum brauchte es denn jahrzehntelange Diskussionen über den baulichen Zustand? Also diese Grundsteinlegung ist ja eigentlich auch eine symbolische Grundsteinlegung und eine Aktion im Rahmen unserer Kampagne, weil, und das ist genau das Problem, der Treffpunkt Allerweg seit Jahrzehnten in der Diskussion ist. 2019 hat die Politik eingefordert, dass die Verwaltung ein Konzept vorlegen möge. Und die Verwaltung hat gesagt, ohne Sanierungstermin kein Konzept. Es ist natürlich aber auch nachvollziehbar, dass kein Geld eingestellt wird in eine Sanierung, wofür es gar kein Konzept gibt. Das heißt, die Katze dreht sich im Kreis. Und wir haben eigentlich jetzt angefangen, dass wir sagen, wir wollen diesen Kreis durchbrechen und wieder ins Gespräch kommen. Und wenn die Stadt kein Konzept vorlegt, dann legen die eins vor, die den Treffpunkt bisher nutzen und die ihn weiter nutzen würden. Und das ist sozusagen ja das, was jetzt vorliegt. Und es ist eine Gesprächsgrundlage für die nächsten Schritte. Um vielleicht nochmal auf Ihr Konzept zu sprechen, können Sie uns nochmal erzählen, was genau das eigentlich beinhaltet? Gerne. Also wir haben am Treffpunkt Allerweg, wer den Allerweg kennt, drei Gebäude mit 6 Eingängen, die nicht barrierefrei sind. Wir haben zum einen eine schlechte Bausubstanz und wir haben fehlende inhaltliche und inhaltliches Konzept für das Gebäude. Das heißt, wir haben zwei konkrete Forderungen. Das eine ist sozusagen das Bauliche. Wir möchten gerne ein barrierefreies Gebäude, einen einladenden Eingangsbereich. Wir möchten verschiedene Räume für verschiedene Nutzungen, feste Räume für feste Gruppen, Räume für Kreativität. Und wir können uns sehr gut vorstellen, dass es ein neues, kleineres, effizient genutztes Gebäude gut diese Bedarfe halt abdecken kann. Die zweite Forderung betrifft die inhaltliche Nutzung. Und das ist eigentlich, das geht miteinander einher. Es gibt seit über 2 Jahren keine Koordination der Nutzergruppen, die das Gebäude aktuell nutzen, geschweige denn der Hausorganisation. Also wir erwarten eigentlich, dass man so ein Haus besser nutzen könnte, weil wir haben im Stadtteil einen hohen Bedarf. Wir haben die Träger, die Einrichtungen, wir haben ein vorbildhaftes Netzwerk, wir haben sehr viel Engagement. Es mangelt schlussendlich an der baulichen Situation und an einer Koordination, die natürlich alle im Stadtteil Aktiven und Tätigen mit einbeziehen würde. Um das Gespräch nochmal abzuschließen und es auch nochmal zu verdeutlichen, weshalb ist die Investition in das Stadtzentrum Linden Süd aktuell und eigentlich wichtig wie nie zuvor? Ich denke, aus unserer Sicht bietet sich hier im Treffpunkt Allerweg und mit dem Projekt Stadtteilzentrum gerade eine große Chance für Politik und Verwaltung, den Menschen im Stadtteil zu zeigen, dass man sie ernst nimmt, dass man das hohe Engagement wertschätzt und dass sie verstanden haben, wie wichtig Engagement und Selbstorganisation für unsere Stadtgesellschaft sind.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kuckert. Ja.